Nach einer nicht ganz so langen Fahrt bin ich jetzt in Bremen-Vegesack angekommen. Selbst in Polen sagt man, wenn jemand eine Dummheit macht, du bist Esel. Sieht man hier also einen oder zwei Esel? Dass die Viecher auch den ganzen Tag immer nur ans Fressen denken müssen. Was haben die denn sonst noch im Kopf? Aber nachher dürft ihr euch auf die Esel-Outtakes noch freuen. Dreimal dürft ihr raten, wie dieses Café heißt. Ja, logisch. Ja, hier in Vegesack geht es natürlich immer ziemlich maritim zu. Da sieht man im Hintergrund auch schon wieder ein Bötchen fahren. Gleich gehe ich zum Vegesacker Balkon und kann dort von oben nach unten filmen. Eben war ich noch da unten und da bin ich über 100 Stufen hochgekrabbelt und jetzt bin ich hier oben und kann hier filmen. Und da seht ihr das Bötchen wieder, das da fährt. Oh, seht ihr, das passt doch auf die Sekunde genau. In Vegesack gibt es bestimmt mehr Schiffe als Autos. Und manchmal steht auch eins mitten auf der grünen Wiese. Und nun kommen noch die versprochenen Esel-Outtakes. Extra für Tanja. Ja, und hier sind zwei Esel oder ein Esel. Dies ist nicht der Esel von Wesel, sondern der Esel von der Weser. Jetzt zählt mal genau nach. Sind hier ein Esel oder zwei Esel? Wie viele Esel seht ihr auf diesem Bild? Ein Esel oder zwei Esel? Das ist jetzt der letzte Versuch mit dem Esel von Wesel. Wie viele Esel seht ihr hier?